Beziehungsweise vielleicht schaffe ich es ja irgendwie durch. Ich will einfach bloß wissen, was dahinter liegt. Das ist ja. Beziehungsweise habe ich da jetzt schon wieder 16.000 Seelen. Das wäre ja auch wieder ein Level-Up. Wie gesagt, Level-Ups sind ja mittlerweile eigentlich fast schon rar geworden. Aber ich komme an diesem Kerl einfach nicht vorbei. Er ist einfach viel zu stark. Na komm, 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 komm. Henkerswagen? Was? Unsere nächste Dings? Huch. Unsere nächste große Seele? Hä? Ich verstehe nicht ganz. Ich weiß zumindest, dass die Typen nicht sterben. Also ich sehe schon, wie der Boss funktionieren soll. Da geht's wieder rein. Okay, ich hole mir kurz die Seele da. Ach, guck mal. Wer da abhängt. Dann töten wir doch dich mal. Gibt's hier nochmal irgendwo einen Safe-Platz? Ich glaube gerade nicht. Hä, wieso leben die denn noch? Ach, jetzt sterben sie. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist Instant-Death, wenn ich da einmal nicht ausweiche. Die sind wieder unsterblich. Ja. Da hinten ist er gerade. Nein, 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 lass mich da durch. Was zum. Okay, man kann auch so irgendwie ausweichen, glaube ich. Nächster Totenbeschwörer. Finde ich gerade nicht. Verdammt. Irgendwie, ich habe noch nicht so wirklich den Sinn hinter diesem Boss verstanden, muss ich ja jetzt ganz ehrlich zugeben. Also, dass ich jetzt gleich tot bin, war. Wow. Hä, aber was macht unsere... Lauf genau rein. Sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, ich habe den Sinn hinter diesem Boss noch nicht ganz verstanden. Ach, guck mal. Weil, wie ich ihm Schaden mache, verstehe ich halt nur nicht. Das ist das Problem. Na toll, kann ich hier rein? Ich hoffe. Ja, okay. Jetzt bin ich aber beinahe einmal rum. Hä? Übersehe ich hier irgendwas? Da sind solche Gitter. Distanzangriff? Wirklich? Soll den Boss hier durch Fernkampf töten? Die einzige Möglichkeit, oder wie? Es kann doch nicht sein. Aber hier gibt's ja auch sonst nichts. Oder? Aber es wäre wahnsinnvoll, im Stehen zu bleiben. Und es ist tatsächlich einfach bloß ein... Du kommst hier nie wieder raus, du bist zum Tode verurteilt. Weil es gibt hier theoretisch... Wieso gehe ich denn immer so ein bisschen zu früh raus? Ich heile mich jetzt nochmal voll und dann versuche ich ihn mal so anzugreifen. Ist das der Ernst? Aber ich sehe halt auch nicht, was ich machen könnte. Ich meine, ich war einmal rum. Ja. Es gibt ja an sich echt sonst nichts, was ich tun könnte. Hier sind überall Gittertore, aber ich habe ja nicht irgendwie einen Schalter, um die runter...
Ich... Keine Ahnung, ich habe irgendwas... Irgendwas läuft hier ganz falsch. Wir haben hier scheinbar unsere nächste große Seele, aber ich kann sie nicht benutzen. Langes Gerät, Hebel voraus? Nein, das sind ja aber keine Hebel. Ich habe ja auch noch keinen Hebel gesehen. Ja, auch nichts. Da kommt er wieder. Auch kein Hebel, oder habe ich hier wirklich irgendwo einen Hebel übersehen? Oder irgendwas anderes, keine Ahnung, aber es sollte ja recht offensichtlich sein, oder nicht? Hier, aber was hier? Es ist, ich kann mir auch nicht hinterherlaufen, ne? Ist ja viel zu schnell. Ach, da ist der Hebel, ich sehe, okay. Ich sehe und verstehe, gut. Da war ich einfach bloß blöd, aber den hätten wir auch ein bisschen offensichtlicher machen können. Was macht er denn? Das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, den jetzt zu aktivieren. Ich muss ja erstmal wissen, was er macht. Wow, diese Lebenssteine, die bringen es echt nicht mehr. Na gut, sie füllen halt ziemlich viel schon auf, aber... Es hat eine leichte Verzögerung, aber ich muss herausfinden, welche. Jetzt. Es hat eine verdammt krasse Verzögerung, sagen wir mal so, aber ich bin immer noch unverwundbar, Gott sei Dank. War zu spät, das heißt früher. Jetzt. Ein bisschen zu spät und getroffen, super. Jetzt kriege ich, glaube ich, das Tor gar nicht mehr auf rechtzeitig, oder? Doch, aber ich muss rennen. Was macht er denn jetzt? Ach so. Ich dachte, ich soll das Tor über ihm zumachen. Hätte aber vielleicht auch gereicht, dass er dann instant tot ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das war ja schon ein etwas merkwürdiger Boss, weil... Ich habe mir gedacht, dass ich da... hallo, kannst du mal angreifen? Okay, und mach irgendwie einen komischen Atem, kein Problem. Auch in Ordnung. Das war so klar, dass er nach hinten austreten kann. Aber wie gesagt, ich hätte gedacht, dass der jetzt ein bisschen mehr... Sinn dahinter ist. Na gut, es hat schon Sinn ergeben, dass aber ein bisschen mehr Rätsel dahinter ist. Henkerswagenseele. Das war jetzt echt merkwürdig. Aber wieso hat es dieses komische Seelengeräusch gemacht? Das hat sonst nur... Wow. Das hat sonst nur gemacht, wenn ich eine große Seele bekommen habe. Also wenn ich mich einer großen Seele... gestellt habe, theoretisch. Alles recht merkwürdig. Wer bist du denn? What is it? Oh. You trot long home. This place won't be any fun. Not for you. What is it? Oh. Okay. Wo sind wir? Ich verstehe nicht ganz, was das ganze Gebiet hier soll. Hölle der Untoten. Hölle der Untoten. Ich verstehe nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, es sah ja nach der nächsten großen Seele aus, aber... Vor allem der Ort ist nicht für mich, aber es geht hier nicht weiter. Also was genau daran soll jetzt nichts für mich sein? Ach, oder soll ich... Muss ich dann irgendwann später wieder kommen? Wir haben hier drei Typen.
sind zwar alles drei dieselben, aber wir haben drei DLCs. Vielleicht soll ich hier wiederkommen. Wie kommen wir denn da oben hin? Frag ich mich jetzt so. Ach so. Ich glaube nicht, dass man hier sein sollte. Gute Arbeit, ja. Was, scheinbare Wand? Echt jetzt? Das steht so oft, aber ich kann es tatsächlich auch nicht mehr drücken, weil ich die Dings nicht mehr wegmachen kann. Ach krass. Das war hier tatsächlich so ein bisschen gewollt. Okay, ich könnte ihn jetzt umlegen. Dadurch könnte ich mir aber dieses Special-Gebiet hier verbauen. Deswegen lasse ich das mal und komme vielleicht wieder, sobald ich die drei Fürsten... Also, was heißt die drei Fürsten? Die... Ich weiß gar nicht, worum es geht. Im DLC so genau. Die... Das... Also die verlorenen Kronen. Vielleicht muss man die Kronen finden und die dann hier zurückbringen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was mich hier noch alles so erwartet. Zumindest haben wir den Boss hier erledigt. Das Gebiet ist sehr merkwürdig, weil es keine richtige Richtung hat. Das macht es zwar irgendwie interessant dadurch, weil es dann halt nicht so linear ist. Komm, bitte, lass dich backstabben. Natürlich nicht! Ich hasse dich. Da kann ich ihn angreifen. Der Kampf wird dauern. Wieso habe ich eigentlich... Ach, ich habe Estus Flakos. Okay, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich eigentlich keine Estus Flakos? Ich habe Angst davor, dass er sein großes Schwert gezogen hat. Also, dass er jetzt im zweihändigen Modus ist, das meine ich. Ich kann ihn jetzt zwar gut angreifen, aber er mich halt dementsprechend auch. Vor allem greift er mich halt auch erst wieder an, sobald ich direkt bei ihm stehe. Aber das ist ein deutlich schöneres Angriffsgebiet hier. Das war gute Arbeit. Jetzt noch ein bisschen auf dem Boden. Nee, schade. Ja, man kann leider auch nicht in dieser Backstab-Kombo lassen, also dass man gleich wieder backstabbt. Ich glaube, das ging früher in Dark Souls 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe mal sowas gehört. Dass man halt irgendeinen Gegner zumindest dauer-backstabben kann, indem er gleich halt immer wieder hinter ihm steht, sobald er wieder aufsteht. Ich weiß aber nicht, welcher. Ist jetzt auch egal, weil wir kämpfen gerade gegen einen ganz anderen. Der jetzt endlich auch tot. Meine Güte. Das war 2000 Seelen, Alter. Also der sollte gar nicht so schwer sein. Ich kann, wie gesagt, einfach bloß nicht, überhaupt nicht mit den Typen umgehen. Wieso sollte ich da rein? Da schon eher. Auch wenn ich gerade wieder nicht unbedingt 35.000 edler Knochenstaub. Ich will sofort zurück zum Fernfeuer. Also hat sich's doch irgendwie gelohnt. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es mit irgendwas zu tun hat, weil es hat dieser Anfang gehabt von so einem Besitzer einer großen Seele. Habe ich den Henkerswagen eigentlich schon durchgelesen? Vielleicht macht das ja dann mehr Sinn. Ruinwächter, hier, Henkers. Ach, da kommt so vor. Stimmt, der käme eigentlich vor dem Grippefürsten. Die Seele des Henkerswagen, dem die Hölle der Untoten untersteht. Der Wagen wurde erschaffen, um Untote zu peinigen, doch dann wurde er zu einem entsetzlichen, wahnsinnigen Ross, einen Blick in die Seele seines Herrn. Wahnsinnigen Ross, einen Blick in die Seele seines Herrn. Doch dann wurde er zu einem entsetzlichen, wahnsinnigen Ross, was? Ich verstehe nicht. Das ist komisch geschrieben, sagen wir so. Es war echt dämlich, dass ich da dieses eine Tor übersehen habe. Also ich habe ja gesehen, dass es da die Tore gibt und ich habe mir auch gedacht, dass man die irgendwie runterlassen kann. Nur, dass man dieses eine spezielle suchen muss, wusste ich jetzt nicht. Okay, wow, damit hätten wir das geschafft. Das hat jetzt echt länger gedauert, als ich wollte. Meine Güte. Okay. Haben wir hier jetzt alles? Eigentlich fehlt ja immer noch... Ah, ich probiere es nochmal. Ich wollte nach Majula zurück. Ich probiere nochmal diesen blöden Sprung. Weil wir jetzt eh schon irgendwie gerade ein bisschen rumdümpeln. Und dann gehe ich weiter nach Majula.
Nein, zurück nach Majula, gebt den Knochenstaub aus, plus 4 Tränke. Krass. Und geht dann weiter. In Richtung Erntetal. Was auch noch sehr witzig wird, weil das ein komplettes Giftgebiet ist. Das heißt, wir haben das, ja, theoretisch das Gebilde. Ja, nee, das Loch war schon sehr stark. Schandstadt. Das kann man jetzt echt nicht anders sagen. Auch wenn das Gift theoretisch so ein bisschen gefehlt hat, dann ist das Gift halt hier im Erntetal, aber trotzdem. So an sich war es schon sehr, sehr arg kopiert. So wie ein paar Gebiete hier, aber deswegen, naja, ist ja umso schöner, wieder neue Gebiete zu finden, wie zum Beispiel natürlich der Dings. Der Steinbruch Zeldora. Der war sehr schön. Gut, okay, das war jetzt kein richtiger... Ich will da wirklich rüber. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Dann ziehe ich halt alle Sachen davor aus. Und probiere es dann nochmal. Vielleicht klappt es ja dann irgendwie. Schauen wir mal. Einmal probiere ich es jetzt noch und dann gehe ich, wie gesagt, gehe ich weiter. Da ich dann eh da unten lande, könnte ich ja fast schon da unten weiter, oder? Ja, es dauert dann so lange mit der Brücke. Nee, dann bin ich schneller zurück. Also in die andere Richtung. Ah, jetzt nehme ich schon 1,5 Stunden auf und es ist eigentlich nichts passiert. Wir haben jetzt diesen Jägerhain eigentlich erfolgreich abgeschlossen. Ja, aber ganz ehrlich, wie lang war der jetzt? Und vor allem sind wir hier eigentlich viel zu stark, deswegen... Ah, nervt es mich echt schon gerade, weil wir ziemlich lange einfach bloß rumgelabert haben. Ich wollte meine Rüstung ausziehen, ich Affe. Ich probiere es noch einmal, ich kann doch auch nichts dafür. Dass das Spiel mich so hasst. Ich hatte eigentlich vorhin, das, ja, in dieser Aufnahme jetzt direkt zur großen Seele zu gehen. Aber ich glaube, das wird nicht so wirklich was, weil es nicht so wirklich schnell geht wie in manchen anderen Gebieten. Ja gut, das Loch hat auch schon seine Zeit gedauert, auch wenn es einem nicht wirklich lange vorkam. Ja, ich weiß nicht. So, wir haben überall... Nee, wir haben unten Wenglers, oben Gürms Helm, das... Weiß doch später keiner mehr. Und von der Verteidigung her sind wir hier überall am besten. Hier auch. Gut, hier haben wir eh nichts mehr Besseres. Und bloß weil wir das ja schon auf plus 2 haben. Hier, bei den Armen. Auch nicht. Okay, gut. Und Wenglers Hose hatten wir erst kürzlich. So, springen wir da mal nackt runter. Ich glaube, es ändert nichts an unserer Sprungreichweite. Ich wüsste ansonsten nicht, wie ich das machen soll. Nee, weil ich da immer runterrutsche. Okay, ich verstehe nicht, wenn man da hochkommen soll. Auch in Ordnung. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt... Nee, wir wollten in die andere Richtung weiter. Gehen wir halt weiter. Von mir aus. Finden wir da oben halt nichts. Ich meine... Was soll es jetzt wirklich beinhalten? Ich kann mir vorstellen, dass noch 2 Estus-Flakor-Scherben fehlen, dass wir dann insgesamt 10 hätten. Das wäre so eine schöne runde Nummer. Zumindest würde ich dann so machen. Und das kann natürlich sein, dass da oben eine drin ist. Kann aber auch sein, dass da bloß eine Seele drin ist. Und für die wäre es mir dann echt zu blöd, das zu machen. Ich weiß, dass ich dann wahrscheinlich immer daran denken werde, dass es da drin lag. Und dass ich mich dann immer aufregen werde. Aber das ist mir jetzt im Moment gerade echt egal. So, das ferne Feuer. Gehen wir hin und, ja. Leveln unsere Estus-Flakhaus nochmal ein bisschen auf.